Hä? Wo bin ich? Was? Was passiert hier? Ich bin gefesselt und überall ist Pappe. Roman, bist du auch hier? Bist du in dem Schrank? Was passiert? Wo sind wir? Oh nein, so wie es aussieht, Leute, sind wir wieder in einem neuen Video angekommen. Du bist in Frischhaltefolie eingepackt. Und du bist gefesselt mit einem Seil. Wie bist du denn in diese missliche Situation gekommen? Ich weiß nicht. Oh Mann. Wir müssen uns irgendwie befreien. Oh Leute, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Wir sind hier heute wieder irgendwo eingesperrt. So wie es aussieht, irgendwie wieder in irgendeinem Pappe-Ding. Und ich Warte, ich hab unten frei. Kannst du das mal aufmachen? Okay. Ich bin frei. Ja, und ich bin nicht frei. Kannst du mir bitte noch helfen? Bitte. Weil ich weiß nämlich noch immer nicht so ganz genau, wo wir sind. Ich bin gerade einfach in diesem Kartonschrank hier gerade gewesen. Guck dir das mal an, wie klein das ist. Hier drin war ich. Hier drin. Was das ist das? Einfach aus wie ein Burrito. Oh, also. Okay, warte. Komm mal her. Wir befreien dich mal. Ah ja. Oh. Okay, jetzt dreh dich. Oh Gott. Okay. Wow. Okay, Leute. Also, es scheint so, als ob uns irgendjemand hier eingesperrt hat und irgendwie uns Fesseln angelegt hat. Beziehungsweise dir Fesseln und mir eine Frischhaltefolie. Weil ich nämlich so gefährlich bin, braucht man bei mir Frischhaltefolie. Okay, aber wo sind wir und was machen wir hier jetzt? Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir haben... Was ist das hier? Sieht aus wie ein Fenster oder sowas. Ich glaube... Roman? Ja? Yeah? Ich glaube, wir sind unter Wasser. Wir sind in einem U-Boot, Mann? Oh, wir warte mal. In einem Pappe-U-Boot. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, wir tragen irgendwie auch so U-Boot-Klamotten. Ist dir das so aufgefallen? Ich war ganz abgelenkt von der Frischhaltefolie und den Fesseln, Leute. Also, so wie es aussieht, sind wir hier wirklich gerade in einem U-Boot gelandet, unter Wasser. Und wir haben sogar unsere eigenen Matrosenklamotten an. Aber warum? Oh, Mann. Hm. Okay. Okay, was ist hier noch? Hier ist überall auch blaues Licht. Guck mal, das ist ja richtig krass. Hier leuchtet sogar so richtig blaues Licht rein in dieses U-Boot. Okay, also wir haben einen Schrank, ein Fenster. Hey, warte, ich habe eine Idee. Vielleicht sind wir gar nicht so weit unter Wasser und wir können... Oh, schau mal, da ist der Ausgang. Oh, da ist die Luke. Okay, lass uns rausgehen. Also, das sieht aus wie eine ordentliche Luke. Und ich habe das mal im Film gesehen. Also du nimmst die Luke einfach... Und dann drehst du sie, glaube ich. Weil auf zur geht's zu. Warte mal, wie ging das nochmal? Ich glaube, wir müssen einfach nach rechts drehen. Einfach nach rechts drehen, okay. Drück auf rechts. Oh, okay. Und dann kommen wir hier frei. Na klar, warst du noch nie in einem U-Boot oder was? Eigentlich nicht. Eigentlich war ich noch nie in einem U-Boot. Dann dreh doch einfach schneller. Oh. Okay. Hey, glaubst du, das funktioniert jetzt? Ich versuch's mal. Aber warte, was ist, wenn wir das jetzt aufmachen und wir sind unter Wasser und wir haben hier drin Luft? Aber was ist, wenn da zu viel Wasser jetzt reinkommt? Also, was ist unsere Alternative? Ich glaube, wir müssen es einfach probieren. Okay, alles klar. Wir machen aber vorsichtig auf, okay? Was machen wir, wenn da Wasser runterkommt? Das schnell wieder zumachen. Okay. Okay, mach du auf. Soll ich aufmachen? Ja, mach du auf, Roman. Okay. 3, 2, 1. Oh! Oh! Oh, oh. Ich bin komplett nass. Oh, oh nein, okay. Ich glaube, es ist zu. Warte, ich drehe es. Tropft. Ich dreh's wieder zu. Sorry, Toni. Du bist gar nicht nass. Okay. Okay, es ist wieder zu. Okay. Oh mein Gott, hier ist jetzt alles einfach unter Wasser. Okay, also ich glaube, wir sind wirklich gefangen in einem U-Boot tief unter Wasser, Leute. Okay, Leute, also wir haben jetzt wirklich die komplette Sicherheit, dass wir komplett unter Wasser hier drin sind. Okay, aber wir müssen irgendwie hier rauskommen. Oh. Da ist auch eine Tür. Da ist wirklich eine Tür. Warte mal, hätten wir nicht vielleicht die Tür als erstes nehmen sollen, bevor wir diese Luke da geöffnet hätten? Dann wäre ich jetzt nicht so nass, komm, geh. Oh, okay. Da gibt es bestimmt irgendwas. Weißt du was? Vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir hier was zu essen. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Was ist hier? Ich sag's dir, diese dumme Folie ist die ganze Zeit hinter mir. Okay, also hier ist wieder eine Pflanze. Sehr nützlich unter Wasser. Also ich glaube, Pflanzen sind wirklich wichtig, weil unter Wasser gibt es wenig Sauerstoff und diese Pflanze sorgt für Sauerstoff. Oh, guck mal, Roman. Wow, Alter. Einfach Esspapier.
Und ich habe sogar die blaue Version für unter Wasser. Boah, ich liebe diese Lollis. Oh, endlich was zu essen. Richtige Küche hier. Ich weiß nicht ganz genau, was diese Matrosen oder was. Wie nennt man eigentlich Leute, die einfach unter Wasser leben? Ist das quasi. U-Boot-Matrosen? Entweder ein U-Boot-Matrose oder vielleicht ein Turbopirat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist Esspapier das, was wir benötigen, um ein bisschen Energie zu bekommen. Wow! Wir sind echt komplett unter Wasser. Man kann ja sogar den Boden sehen. Roman, das ist ein Hai. Man kann aber den Boden sehen. Der war da, ist wieder da. Also, boah, ist schon lecker. Wo? Also, Toni, pass auf. Gerade noch da, Leute. Toni hat ein kleines Problem mit Verständnis, was ein Hai ist und was kein Hai ist. Ich schwör's dir, Mann, da war ein Hai. Was isst du denn die ganze Zeit, dieses Esspapier? Ich kann hier kein Hai sehen. Ich finde, Toni ist schon ein bisschen verrückt geworden. Da war ein Hai, ich schwör's dir. Da war ein Hai. Und ich esse hier lilanes Esspapier. Dabei ist es blau. Naja. Ah, da ist der Hai. Guck. Hä? Er war gerade noch da. Ich denke, das geht nicht. Guck, ich guck raus. Guck mal. Guck nach links. Da, ist da irgendwo. Hi. Hi, komm mal. Hi. Da ist ein Hai. Ich hab doch gesagt, da ist ein Hai, Roman. Okay, gut, jetzt glaube ich dir. Meine Güte. Aber warum verkommt der denn nur? Okay. Okay, das ist wirklich komisch, Mann. Vielleicht sind wir so weit unter Wasser, dass Haie einfach auftauchen und wieder verschwinden. Vielleicht können wir uns mit dem Hai anfreunden. Hai? Oh, da ist er. Vielleicht kann er uns ja antworten. Wir können ihm ja vielleicht eine Frage stellen oder sowas. Hai? Hi. Wir können ihn ja mal... Oh mein Gott, er bewegt sich. Hai, kannst du ja sagen? Oh, Alter, krass, Mann. Wir können einfach mit dem Hai reden. Okay, Hai, bist du ein Junge? Okay. Mr. Hai. Mr. Hai. Sag mal, sind wir hier in einem U-Boot? Oh, okay. Aber was ist, wenn ja und nein das gleiche bedeutet? Kannst du nein sagen? Guck, der fährt ja so zur Seite, siehst du? Also, wir könnten ihn fragen, sag mal, sind wir tiefer als 100 Meter? Ja? Oh Mist. Hai, sind wir tiefer als 500 Meter? Oh mein Gott. Hai, sind wir tiefer als 10.000 Meter? Okay, gut, wir haben verloren. Ich glaube, wir sind am Meeresgrund, Leute. Wir werden nie wieder herauskommen und unsere Esspapiervorräte sind fast am Ende, weil Roman hat alles gegessen. Ja. Hai, kannst du uns helfen? Nein. Dann geh doch. Verschwinde. Na dann, komm, zieh ab, Mann. Du kannst uns nicht helfen. Ach, Mann, okay. Also, selbst der Hai kann uns also nicht helfen. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe von diesem Zeug richtig Durst bekommen. Das schmeckt doch wie Pappe, das Zeug. Ich find's richtig nice. Schmeckt wie Pappe. Kein Wunder, ist in diesem Pappe-Ding nur Pappe-Essen drin. Das ist, man isst hier nur Papier. Was ist hier denn noch? Also hier, ein Wasserhahn. Aber ich weiß halt nicht, wie man den verwendet. Glaubst du, dass der funktioniert? Also ich denke schon, dass er funktioniert. Ich weiß noch nicht so ganz richtig, wo man den einschaltet. Vielleicht. Aber guck mal, da ist sogar ein bisschen Wasser. Siehst du das? Guck mal. Das heißt also, da kommt wirklich Wasser raus. Oh, wow. Alter! Oh mein Gott, was ist Alter, das? Alter, oh, er ist wieder aus. Ich glaube, du musst mit ihm reden oder so. Was ist doch wie mit dem Hai. Vielleicht? Oh, vielleicht hat der Hai uns das Wasser angemacht. Wir sind jetzt oder, das ist sogar Süßwasser. Ja, gell, ich verstehe selber gar nicht, warum das Süßwasser ist. Eigentlich sollte das doch salzig sein, oder? Aber vielleicht ist es hier für... Vielleicht gibt es hier irgendwie so eine Kläranlage oder sowas drin. Naja. Toni, wir dürfen unseren Fokus nicht verlieren. Wir müssen hier irgendwie rauskommen, aber wir sind mehr als 10.000 Meter unter Wasser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum und lassen diesen Hai jetzt einfach mal alleine. Tschüss, Hai! Tschüss! Oh, Junge. Oh, Alter, was ist denn hier? Was ist das? Da ist einfach ein Fernseher. Was? Unterwasserfernseher. Hey, und am allerkrassesten ist, das sind einfach alle Dr. Augen, Leute. Da wurden irgendwie alle 9 Dr. Augen in ein Netz tatsächlich gefangen. Oh je, die Armen, die sind eingesperrt. Oh Mann, okay Leute, da müsst ihr auf jeden Fall ran. Falls ihr auch übrigens einen Dr. Auge von denen befreien wollt, zum Beispiel, oh nein, die sind ja komplett oh Gott. Ich befreie die jetzt alle. Wir haben unsere Dr. Augen jetzt befreit. Und falls ihr die übrigens auch befreien wollt, schaut auf jeden Fall unter shop.erso.de vorbei. Dort gibt es diese kleinen süßen Racker. Einmal den Eis und dann natürlich einmal den Kugelblitz
Und selbstverständlich auch nochmal den Feuerball. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinsehen. Die drei Racker haben wir jetzt auf jeden Fall mal hier gerettet. Neben den klassischen Dr. Augenlegen. Den kennt man natürlich auch, Leute. Okay, wir legen die jetzt erstmal hier hin. Okay, aber wo sind wir jetzt eigentlich gelandet, Roman? Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier einen Fernseher. Und... was ist das da? Das ist ein... Das ist so ein Medizinschrank, weißt du, falls man sich verletzt. Vielleicht sind da wichtige Items für uns. Meinst du sowas? Ja, das ist wahrscheinlich eine Bandage oder ein Messer. Oh, vielleicht ist da so ein Messer oder sowas drin. Das könnte echt sein. Okay. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn da? Könnte ja sein, dass da ein Monster drin lebt, weißt du, ich meine? Ach, bestimmt, Roman, bestimmt. Wow. Oh, nice. Oh, guck mal, hier ist so ein richtiges Stethoskop. Oh mein Gott, ich habe hier eine Maske drin. Oh, sogar zwei. Oh, mein Herz so krass. Echt, hat man das Herz so laut? Ja, das ist so cool. Und ich bin ein Doktor. Wann waren Sie das letzte Mal beim Doktor, junge Dame? Oh. Schon ein bisschen her. Na gut, aber was sollen wir anfangen mit dem Zeug jetzt? So kommen wir hier niemals raus, Roman. Ah, jetzt kann ich irgendwie gar nichts mehr sehen. Okay. Also, wir haben sowas, aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Und Masken? Was gibt's da noch? Hey. Und? Da, Verbände. Ganz viele Verbände. Und eine Schere. Oh, das ist sogar wie so eine Art Sicherheitsschere, glaube ich zumindest mal. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir die Masken brauchen. Bist du erkältet? Gerade nicht, nee. Ich auch nicht, deswegen können wir die eigentlich mal kurz beiseite legen. Okay, was gibt's hier noch sonst? Schau mal da. Ein zerbrochenes Schiff in einem U-Boot und das Ding hier... Das ist die Sonne, oder? Hey! Hast du das Stethoskop noch? Warte, halt mal die Schere. Das Ding hier erinnert mich an einen Safe, der so einen Drehding hat, was so klackt, wenn man das dreht. Ah. Hör mal hin. Heb mal hin. Das ist so cool, das Teil. Okay. Hast du was? Hä? Hey, da tickt was. Ich schwör's dir, da tickt gerade was. Hey! Vielleicht ist irgendwas dahinter. Ah, warte mal, das ergibt Sinn. Jetzt ergibt das mit der Schere auch Sinn. Warte mal. Den mach ich hier so dran. Willst du es einfach aufschneiden? Ich glaube schon. Was, wenn da wieder Wasser rauskommt, Roman? Wir müssen das jetzt riskieren. Okay. So. Wir gehen hier. Dann gehen wir hier. Da ist was, da ist ein doppelter Boden. Was? Da ist irgendwas. Schau mal. Oh! No way! Ich glaube, das ist ein Safe oder sowas. Das ist ein Safe. Guck mal, hier ist sogar so eine Zeituhr oder sowas. So ein Klick-Klack-Ding, was ich weiß auch nicht, wie das heißt. Leute, falls ihr wisst, wie das heißt von diesem Safe, was man so drehen kann, schreibt uns das mal in die Kommentare, weil wir haben gar keine Ahnung, wie das heißt. Es ist aber auf jeden Fall ein Safe. Ein Safe-Öffner vielleicht, aber... Aber mach mal auf. Okay, so wie es aussieht, ist der Safe irgendwie nicht zu öffnen. Ich glaube, du musst erst die richtige Kombination eingeben, damit wir den Safe auch wirklich öffnen können. Warte, ich weiß, wie das geht. Wir nehmen einfach das Stethoskop und so Leute in so Filmen, die hören einfach immer ganz genau, wie es so tickt. Weißt ich du? Bin mir nicht so ganz sicher, ob Toni das wirklich einfach so hinbekommt. Ich bin professionell, Leute. Ja, vielleicht. Okay, vielleicht warte. Auch nicht. Und, funktioniert's? Und? Mach auf! Nein! Doch! Was? Wow! Alter, was? Das ging schnell. Ich bin professionell. Okay, was ist da drin? Wow! Eine Fernbedienung? Sonst nichts? Da war einfach nur eine Fernbedienung drin. Hey, Alter, aber das ist voll die coole Fernbedienung, weil die hat sogar auf der anderen Seite eine gesamte Tastatur. Hä, wenn wir jetzt schon für immer hier unten bleiben müssen, können wir wenigstens Fernseher schauen. Okay, da ist ein Fernseher, Roman. Okay, ich drücke auf Play. Mach. 3, 2, 1. Okay, wenn ihr das seht, wurde ich verschleppt. Passt auf, die Piraten sorgen dafür, dass die Leute in diesem U-Boot klauen. Sorgt dafür, dass ihr die Piraten besiegt und das U-Boot selber an die Wasseroberfläche bringt. Ich bin der Kapitän. Das seht ihr an meiner Mütze. Leute, die eine andere Mütze tragen, sind kein Kapitän. Nur ich bin der Kapitän wegen dieser Mütze hier. Und sonst niemand. Ich hoffe, du hast das verstanden, Roman. Okay, ciao. Was? Alter, der hat meinen Namen gesagt. Was soll das denn heißen? Das wirkt mir alles ziemlich geplant hier. Okay. Irgendwie finde ich das auch krass, weil der sieht genauso aus wie ich. Aber ich bin schon hübscher, oder? Der ist hässlich. Also ich fand den schon ganz hübsch. Was? Nein, guck ihn dir doch mal an. Der ist voll hässlich. Tja, Roman, das ist auch nur so eine coole Mütze holen. Also, so wie es aussieht, müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie
an einen Lüftungsschacht bewegen. Also hast irgendwie. Du einen gesehen? Ja. Der da hinten. Er hat, glaube ich, recht. Dann wird mal wieder durch Lüftungsschächte gekrabbelt, Leute. Oh Mann, ich hasse es. Da drin ist es immer so staubig. Oh, Alter, ist das eng hier. Ist da was? Es ist richtig eng hier. Oh je. Oh. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Roman, warte! Ja. Oder du? Alter, was? Roman, was ist das? Ich glaube, das ist sowas wie eine Todespresse. Wow. Ich glaube, wenn du da reinkommst, dann bist du auf jeden Fall tot, Mann. Da musst du ein richtig gutes Timing haben, sonst wird man einfach von diesen spitzen Dingern hier zerquetscht. Ja, und ich glaube, da benötigt es einfach jemand mit ein bisschen mehr Feingefühl. Hey, hast du Angst? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur. Ich meine nur, dass es für jemanden. Naja, der da so ein bisschen Lust drauf hat, weißt du? Ah ja. Und ich glaube, du bist die Richtige dafür, oder? Das ist doch. Okay, Roman, also wenn Roman es nicht machen will, dann muss ich es wohl. Also ich hätte es rein theoretisch schon gemacht. Tut ich so das. Aber heute geht's leider einfach nicht so ganz, weil das nämlich Toni wollte unbedingt deswegen. Okay. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Aber pass auf, dass du dich nicht so ganz verletzt, okay? Sobald es offen ist, musst du einfach reinrennen. Okay, okay? Warte. Okay, ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ja, Roman, du musst auch kommen. Okay, aber ich hab das Gefühl, das Ding wird schneller irgendwie. Okay. Hä? Entschuldigung, Alter, das wird ja noch schneller. Okay, ich glaube, Roman. Was ist denn hier los? Was? Ich glaube, Roman traut sich einfach nicht. Was soll der Toni? Guck dir das an, wie schnell das geht. Ich schaff das gar nicht. Ja, ja, ja. Okay, pass okay. auf. Toni, du musst irgendwas suchen, ne? Um das irgendwie hier aufzuhalten, irgendwas dazwischen klemmen oder sowas, damit okay. es nicht mehr die ganze Zeit auf uns zugeht, Mann. Okay, dann suche ich mal was, um Roman zu befreien. Ja, aber beeil dich. Okay, hier ist ein Ende. Wow. Oh, da schläft einfach jemand. Ich glaube, ich muss ganz leise sein. Oh, Oma, warum muss es immer so eng sein? Ich muss ganz leise sein und irgendwas finden, damit Roman auch durch diesen Schacht kommt. Oh, wow. Ich glaube, das ist der Säbel von dem Pirat. Vielleicht könnte ich ihn einfach so dazwischen stecken und dann geht die Falle kaputt. Schlaf gut. Toni, kommst du mal? Ich glaube, da ist Toni. Ich habe ein Schwert gefunden. Okay. Also, kannst du vielleicht... Bitte, Toni. Toni, okay, Toni, kannst du das vielleicht einfach so reinstecken, dass es aufhört? Vielleicht sollte ich es so dazwischen klemmen, weißt du? Ja, genau, steck das mal so okay. rein, so quer oh. quasi. Aber ich muss das gut so abtimen, warte. Okay. Oh, wow, das ist ganz schön scharf auf das Messer. Okay, warte. Oh. Okay. Wow, okay. Es geht nicht, guck mal. Oh, aber es wackelt sogar die ganze Zeit noch. Also kannst du es ein bisschen höher halten? Alter, das Messer! Warte mal, kannst du das? Da ist voll der Druck drauf, warte. Warte, kannst du. Okay, warte, ich muss jetzt unten drunter krabbeln. Oh mein Gott, pass auf. Aber ich schaff das nicht, oder? Das ist doch zu. Oh mein Gott, okay. Alter, ich hab irgendwie pass, das. Pass auf den Stachel. Okay, warte. Oh Gott. Okay. Oh. Oh mein Gott. Okay, Roman wurde gerade fast erstochen. Alter, ich hab's gerade eben die ganze Zeit Peak gefühlt. Das war voll heftig. Okay, warte, ich mach's Schwert wieder weg. Nee, hättest du nicht irgendwie ein besseres Schwert finden können? Oh, jetzt geht's wieder zu. Da war nur ein Schwert. Also wo geht's hier lang? Da lang? Da vorne und da hat so ein Pirat geschlafen. Okay, los geht's. Pass auf, sei leise, der schläft. Alter, was? Das ist ein Pirat? Glaubst du, der ist gefährlich? Keine Ahnung, hast du von ihm das Schwert? Das Schwert, das hing einfach hier. Ich hab ne Idee, ich geh rein. Das ist ein Pirat. Ich glaube, das ist so ein... Er hat sich bewegt. Psst. Das ist ein Pirat, der wo aus dem Fernsehen gesagt hat, dass hier so Piraten sind. Hey, was ist da? Ich glaube, das ist ein Kleiderschrank. Hey, schau mal. Hey, ich bin ein Pirat. Du siehst aus wie ein echter Pirat. Okay, pass auf. Ich werde mich jetzt einfach als Pirat verkleiden und ihn ablenken. Und währenddessen ich ihn ablenke... Ja? Kannst du hier drinnen nach dem Code suchen? Okay. Der Typ vom Fernsehen hat gesagt, dass hier drinnen in der Kajüte irgendwo ein Code versteckt ist. Den musst du finden. Und ich lenke den Piraten ab. Okay.
kann. Du hast einen viel leichteren Job, Roman. Das stimmt gar nicht. Oh, na? Was denkst du? Wie sehe ich aus? Hey, richtig gut. Ein richtiger Pirat, Roman. Okay, pass auf. Der Plan ist einfach. Ich werde ihn jetzt gleich aufwecken, aber ich gehe erst raus. Und dann klopfe ich an der Tür. Okay. Und sobald ich reinkomme, lenke ich ihn ab, sodass er rausgeht. Ah, und dann suche ich den Code. Genau. Wir hängen das Schwert wieder, hängen wir auf. Oh, stimmt. Ja, auf, Piratenfreund! Ah. Wach auf! Mann! Oh! Arr. Arr. Was läuft, Mann? Also, ich bin's, dein Kumpel. Du kennst mich doch. Wir haben gerade ein Problem. Das Problem ist nicht hier drin. Das ist da draußen, verstehst du? Deswegen, wir müssen jetzt rausgehen. Komm mit, ich zeig's dir, Mann. Es ist in der Kantine hinten. Ja, genau. Okay. Roman hat ihn abgelenkt. Aber wo soll hier ein Code sein? Hier hat der Pirat geschlafen. Hier ist auf jeden Fall nichts. Oh, okay. Hier ist der Dr. Auge Feuerball. Aber darunter ist es auch nicht. Aber vielleicht hat der Pirat den Code unter seinem Kissen versteckt, Leute. Mal schauen. Was? Wo soll denn dieser Code sein? Hm. Oh. Okay. 0757. Sieht nach einem Code aus, Leute. Oh yeah. Also, komm mit, wir können wieder zurückgehen. Okay, ich muss schnell weg. War doch ein Fehlalarm, verstehst du, Kumpel? Also, meine Güte. Das passiert sogar dem besten Mann, weißt du? Ich habe wirklich gedacht, das Klo ist verstopft, aber dann war es das einfach nicht, Mann. Ich weiß doch, du machst da immer verschiedene Sachen auf dem Klo. Also, ich geh da mal, gell? Kannst wieder pennen. Schlaf gut, gell? Sorry nochmal, dass ich dich gestört habe. Arrrr! Arrrr! Ich bin's. Hey, Toni, geht's dir gut? Ja. Hey, er ist weg. Und ich hab den Code gefunden. Echt? Ja. Okay. Wo war der Code? Ich hab überall gesucht. Der war übel offensichtlich hinter diesem Teil da. Hä? Oh, wow. Und dafür habe ich mich komplett umgezogen in den Piraten? Aber du siehst cool aus, Mann. Okay, danke. Ich weiß, wo wir den Code eingeben können. Gleich im Nebenraum ist, glaube ich, der Kontrollraum, okay? Und der Kontrollraum ist das, was das U-Boot nach oben bringen kann. Okay. Und deswegen sollten wir unbedingt versuchen, ganz leise zu sein, weil ich weiß jetzt nicht, wo dieser Pirat-Typ ist. Und ich glaube, wenn er mich jetzt nochmal sieht, dann wird er schon irgendwie merken, dass ich nicht ganz echt bin. Psst. Hier ist der Kontrollraum. Und was war der Code nochmal? 0757. Aber was ich noch nicht so ganz richtig verstehe, wenn du da genau hinguckst, es gibt hier quasi keine Null. Es gibt nur von 1 bis 9. Hm, vielleicht müssen wir einfach nichts drücken für eine Null. Also nur 757? Weiß es nicht. Ich probier's mal. 7, 5, 7. Alter, das ist das Ding, Mann. Oh mein Gott, war das leicht, Leute. Alter, das ist ja viel zu easy. Da ist einfach der Code und hier ist einfach der Control-Code. Eingesperrt in einem U-Boot unter Wasser. Gar kein Problem, Leute. Oh, yeah. Okay, das heißt also, damit können wir jetzt in den Kontrollraum gehen und damit dann einfach das U-Boot hochfahren. Oh mein Gott. Oh, hey, Kumpel, was geht, Mann? Oh mein Gott. Was geht? Alter Roman, du hast einfach den Piraten besiegt. Ja, er ist jetzt weg. Oh Gott, ich habe gerade einen Piraten besiegt. Ich fühle mich gut. Okay, egal. Wir müssen jetzt hier weggehen. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Schwertkräfte gefunden habe. Wow. Aber komm, lass reingehen. Ganz schöne Kampfskills. Okay. Oh. Hey, wie cool das aussieht. Yo, was? Krass. Oh mein Gott, okay. Oha. Das ist wahrscheinlich dieses System, was man nutzen kann, um wahrscheinlich das U-Boot wieder hochzufahren, oder? Da ist ein roter Knopf. Und da ist ein Pömpel. Hm. Naja, warte mal. Sollten wir jetzt einfach drücken? Ich weiß nicht. Also ich glaube, damit kann man das Fahrzeug steuern. Ah. Das macht zumindest Geräusche. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt halt diesen einen roten Knopf. Also wenn hier sonst nichts ist, außer ein roter Knopf, vielleicht sollten wir den roten Knopf drücken. Hm. Vielleicht heißt roter Knopf zurück an die Meeresoberfläche. Bist du dir sicher? Naja, wir probieren es nicht. Einfach mal aus. 3, 2, 1. Oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alles rot. Hä? Es wackelt. Hey. Hä? Ich glaube, wir Was fahren hoch oder sowas. Alter.
So, bitte nicht. Oh, oh Gott. Wow. Okay, okay, okay. Oh, ich glaube, wir dürften bald wieder oben sein. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh. Was ist passiert? Hey, ich glaube, wir sind oben. Ich kann sogar Möwen hören. Hey, warte mal. Ich glaube, wir können... Nicht, dass wieder Wasser runterkommt. Ich glaube... Oh. Nein, da ist Luft. Oh. Oben ist Luft. Oh mein Gott. Endlich wieder atmen. Alter, das ist ja krass. Oh, ich glaube, wir können raus. Okay, wir brauchen nur noch sowas wie eine Treppe oder sowas. Oh, endlich frische Luft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind aus dem U-Boot ausgebrochen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video und abonniert gerne den Channel für noch mehr coole Videos. Falls ihr noch aus irgendeinem Pappe-Gefängnis ausbrechen sollen, dann schreibt es das gerne in die Kommentare. Nicht vergessen, unter shop.arizo.de vorbeizusehen und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Ciao!